Ich habe keine Ahnung warum, aber noch bevor ich mehrere Unternehmen gegründet habe und Unternehmer wurde, wollte ich immer Unternehmensberater sein. Beispielsweise bei Ernst & Young, bei KPMG und oder meine eigene Marketingagentur haben. Und ich habe mir das immer so glamourös vorgestellt. Business- und First-Class-Flüge irgendwo hin, Geschäftstermine, richtig viel Geld und richtig viel Prestige. Und ich habe auch extra deswegen Wirtschaftsingenieurwesen studiert und dachte, genau dort lerne ich die Dinge, die ich brauche, um Berater zu werden, beziehungsweise um mir eine eigene Agentur aufzubauen. Die Wahrheit war aber die, ich habe dort wirklich gar nichts gelernt und ich bin dann auch eine ganze Zeit lang von diesem Thema Marketingagentur abgekommen. Ich wollte dann gar kein Berater sein, ich habe was ganz anderes gemacht und zwar, ich habe das eigentliche Marketing gelernt, indem ich Deutschlands größter Fitness-YouTuber geworden bin. Hey Leute, Karl hier. Ich weiß, ich habe schon lange versprochen und jetzt ist es endlich soweit. Mein Heimtrainingsprogramm für 30 Tage ist endlich online und ich erkläre euch jetzt ganz schnell Schritt für Schritt, worum es geht. Und dann einige Unternehmen aufgebaut habe im Bereich Nahrungsergänzungsmittel, Fitnessgeräte, Fitnesskleidung und ähnliches. Und dann, wie es im Leben oft so ist, bin ich dann doch noch Unternehmensberater geworden und habe dann doch noch eine Marketingagentur gegründet, weil dann extrem viele Firmen auf mich zukamen und wissen wollten, du Karl, wie hast du es geschafft, so viel Traffic und so viele Leads zu generieren? Wie hast du es geschafft, deine Verkaufsprozesse zu digitalisieren? Wie hast du es geschafft, ein optimales Produktportfolio zu entwickeln und auch zu schauen, dass die Kunden mehr und häufiger kaufen? Und wie hast du es vor allem geschafft, deine Organigramme und deine Mitarbeiterprozesse zu digitalisieren? Und früher war das ein ganz anderes Geschäft. Bis vor 3, 4, 5 Jahren, da war das ganz heiße Thema Online-Marketing und Social-Media-Marketing-Agentur. Aber heute ist das Ganze deutlich anders. Erstens mal, ich arbeite mit größeren Kunden zusammen. Also die haben schon 50, 100, 200, 500 oder sogar mehrere tausend Mitarbeiter. Punkt 1, die können viel mehr bezahlen und die haben andere Bedürfnisse. Die wollen also nicht unbedingt, dass man ihre Marketing- und Vertriebsprozesse verbessert, sondern die wollen vor allem Digitalisierung bei ihren internen Prozessen. Die wollen wissen, wie kann ich meine Mitarbeiterausbildung digitalisieren? Wie kann ich zum Beispiel nicht nur mehr Kunden bekommen, sondern wie kann ich neue Mitarbeiter als Bewerber bekommen? Und das ganze Geschäftsmodell der Marketingagentur hat sich komplett verändert in Richtung Digitalisierungs- und Systematisierungsagentur. Und das ist ein Geschäftsmodell, für welches ich nicht nur neue Partner brauche, weil die Anfrage so groß ist, sondern genau in diesem Bereich bilde ich auch andere Agenturen, Selbstständige oder auch Quereinsteiger aus. Das heißt also, wenn du dich dafür interessierst, eine Digitalisierungs- und Skalierungs- und Systematisierungsagentur aufzubauen, bei der du nach einem Jahr mehrere hunderttausend Euro monatlich an Umsatz machen kannst, dann klick hier auf den Link und schau dir meinen Bewerbungsprozess an. Dort wirst du dich umfangreich über dieses Geschäftsmodell informieren können und kannst dann auch direkt für eine Ausbildung bewerben. Klick also hier auf den Link und dort wirst du alle Informationen erhalten.